Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du den Wireshark korrekt installierst und was bei der Installation zu beachten ist, damit du den Netzwerkverkehr an deinem eigenen Rechner belauschen kannst. Dazu werfe ich einmal Google an und suche mir die Seite von Wireshark raus. Lade nun hier die 64-Bit oder für ältere Installationen die 32-Bit-Variante heraus. Ich nehme jetzt hier 64-Bit für meinen Rechner. Nach dem Download starte ich einfach die .exe-Datei. Schaue, dass ich hier alles installiere. Was unbedingt erforderlich ist, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, WinBCap muss mitinstalliert werden. Das ist quasi ein Treiber, der direkten Zugriff auf die Netzwerkkarte und den Datentraffic ermöglicht, der am Rechner vorbeigeht. Sonst kann ich sehr viele Dinge nicht machen. Jetzt warten wir einfach die Installation ab. Next. Agree. Automatisch starten lassen. Das ist jetzt dieser Netzwerktreiber. Finish. Next. Und wir können den Wireshark schon starten. Das war's, was die Installation betrifft. Der Rest kommt im nächsten Video.